Warte, was? It was expected to be a simple mission. Somebody talk to me! Oh mein Gott. An isolated mansion surrounded by vast forest. Wo sind wir gelandet? A drug lord and a few cartel soldiers. Er erzählt gerade, dass es ein Kampf war, dass über Leichen liegen. Dass eigentlich alles gut gehen sollte. Und wir hören im Hintergrund die ganze Zeit Sirene, das heißt nichts Gutes. Oh! Oh mein Gott, er ist zurück. Bro! Okay, yo, sorry, der darf ich nicht schreien. Oh nein, ich will da nicht mit. Denn, Ladies and Gentlemen, wir schauen uns heute den gruseligsten Siren Head Film, die neueste Sichtung und den zweiten Teil von einem Video an, was wir schon mal angeschaut haben. Lasst einen Daumen nach oben, da schaffen wir 7707 Likes. Und ganz wichtig, falls ihr neu seid, abonniert den Kanal kostenlos, denn jeder, der diesen Kanal abonniert, ist immer sicher vor Siren Head. Und wer ihn nicht abonniert, wird heute Nacht um 3 Uhr nachts von ihm gefunden werden. Und er wird euch anfassen an seltsamen Stellen. Okay, wir haben also hier unsere ganzen Soldaten. Und wir fliegen herum. Im ersten Kapitel ist eine Familie draufgegangen. Oh, Bro, der steht da hinten. Hallo. Yo, bitte sag mir, ihr habt den gerade gesehen. Yo, der steht da hinten so offensichtlich. Ey, Bro, er steht neben dir. Guck doch links, er steht da. Oh mein Gott, die wissen, das Problem ist, Leute, im ersten Teil, ein kleines Mädchen ist verloren gegangen. Ihr Vater, ihre Mom, ihre Family, alle tot, alle umgebracht worden von Siren Head. Da sehen wir sie sogar, das ist die Mutter. Bro, Ski, und ihr geht's gar nicht gut. Bringt ihr doch mal ein bisschen Milch. Ein bisschen Milch, Alter, für die Knochen, damit es dir wieder gut geht. Aber die Krieger sind jetzt angekommen, die Polizei, und durchsuchen die Stadt. Sie wurden gerufen, sie wissen nicht, dass Siren Head existiert. Sie haben keine Ahnung, was sie suchen. Oh mein Gott, das Longhorse. Da stand dran, mein Vater, glaubt mir nicht, mein neuer Freund ist das. Longhorse beschützt ja die Leute vor Siren Head. OMG, Bro. Und das Kind hat gerade geschrieben, yo, mein Vater glaubt mir nicht, hat den gezeichnet. Und jetzt suchen die ganzen verschiedenen Polizisten hier das Mädchen, was von Siren Head entführt wurde. Und wir schauen, ob wir sie finden können. Aktuell sehen wir noch nichts, Bruder. Ich brauche meine Decke. Guckt mir nicht so an, ihr Bauer. Ich weiß, ihr habt auch Decke draußen. Hör auf. Okay. Oh, Bro, der steht doch da, als ob du ihn nicht siehst. Oh, Mann, sie sehen. Oh, sein Kopf hat... Okay, yo. Yo, sein Kopf hat sich bewegt. Das ist der Vater. Ihr seht, dem Vater geht's auch gar nicht mehr gut. Das sah auch schon mal besser aus, ne? Sie sagen, ey, ich sehe hier nichts. Ich finde nichts. Überall. Bro, da sind die fetten Fußabdrücke, ich höre. Die Fußabdrücke von Siren Head. Überall Löcher, Jungs, solange ihr könnt. Geht weg da. Bro, er ist weg. Der stand da gerade. Ich schwöre, der stand gerade, er ist weg. Der stand da gerade. Oh nein, rechts in dem Bild, habt ihr gesehen? Oh, Bro, pass auf, hinter dir ist Siren Head. Er stellt sich einfach ins Kabel rein, seht ihr das? Hallo? Bro, okay. Digga, hat er ihn geschnappt? Überall Leute, die nach den... Das gehört? Siren Head hat gerade irgendwen gesnackt. Okay, ja, okay, no. Jungs. Sie sehen ihn nicht. Mann, wie könnt ihr so blind sein? Der läuft doch vor euren Augen rum. Der ist 80 Meter groß. Sie sehen ihn einfach nicht. Sie sind lost. Sie sagen, es war... Wo ist sie? Jung, hinter dir. Marcel, dreh dich doch endlich mal um, du blöder Zipfelklatscher. Marcel, du bist doch so blöd. Die finden ihn einfach nicht. Ey, geisteskranker Film, Leute. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Und wie gesagt, falls ihr neu seid, abonniert den Kanal, Mann. Damit ihr heute Nacht nicht einer von diesen Kriegern werdet. Und damit ihr einfach coole Videos seht. Denn wir schauen weiter, Mann. Ob die Jungs jetzt endlich mal checken, wo Siren Head ist oder nicht. Ey, das ist geisteskrank animiert. Wirklich Props, Alter, wer auch immer das gemacht hat. Jetzt schauen wir mal. Das kleine Mädchen ist immer noch verloren. Okay, yo. What? Broski. No more dangerous. Longhorse warned me. Longhorse hat das Kind gewarnt. I don't want Siren Head Monster. Sie will Siren Head nicht mehr sehen. Das sind alles die kleinen Zeichnungen von dem Mädchen. Was fehlt?
nach dem sie suchen. Sirenhead hat gerade irgendwas über die Übertragung abspielen lassen. Okay, man hört ein Knistern. Wir sind jetzt First-Person-Perspektive. Wir haben überall Bäume um uns herum. Oh, Bro, das ist... Oh, das ist... Er lauft weg, Marcel. Ich hab's dir gesagt, du bist so ein Zipfel, Alter. Marcel down. Einer weniger. Oh Mann, Sirenhead hat Marcel erwischt. Was passiert weiterhin? Oh Mann, Joachim. Joachim ist der Zweite, der dran ist. Leon. Leon der Dritte, Alter. Tobias steht auch noch. Oh man. Alter, yo. Auf dich, Alter. Sirenhead erledigt alles. Was seid ihr, Team Sirenhead oder Team Polizisten und Krieger? Oder Sirenhead ist einfach, Bro, ihr braucht nicht schießen, ihr macht es nicht aus und yalla, yappa! Ins Gesicht, Alter, voll in die neuen rein. Ha! Sirenhead im anderen Kung-Fu-Modus. Bro, ihr braucht nicht schießen! Ey, die werden alle, die werden, es ist vorbei, die werden umfallen, alle. Bruder! Helikopter, komm angeflogen! Sirenhead, lauf! Sie verzingeln sich. Sie wollen ihn absolut in die Enge treiben. Okay. Oh, okay, Bro. Sirenhead auf einmal Basketballspieler springt 20 Meter hoch. Und er hängt am Helikopter. Oh mein Gott. Die werden ineinander fliegen. Oh, boom. Das war's dann auch mit den Helikopterschützen. Alles wird echt in die eigenen Männer rein. Oh mein Bro. Alle fliegen um. Alle tot oder was? Bruder, alle von der Explosion, absolut rest in the peace aus. Wo ist Sirenhead? Lebt Sirenhead noch oder ist er mit abgestürzt? Ist er gestorben? Wo ist Sirenhead? Wo ist Sirenhead? Wir hören immer noch die Warntöne. Bro. Bro. Hinter dir. Gustav. Gustav! Gute Nacht, Gustav! Schlaf gut! Weg ist er! Digga, er lebt immer noch. Jungs, solange ihr könnt, lauft weg. Ihr werdet ihn nicht besiegen. Das ist verdammt nochmal Sirenhead. Der eine ist schon weggelaufen. Einer hat es richtig gemacht. Ein einziger. Der schießt, der wird so tot sein. Und gleich kommt eine Faust von Sirenhead. Jebidi und... Kaubanga! Und der, er fällt einfach nicht um. Bro, er ist dieser andere Unstoppable. Bam, Alter, das ist die Faust, von der ich gesprochen habe. Sie wollen immer noch weiter schießen. Sirenhead kann nicht getötet werden durch die Bullen, die Patronen, Alter. Das geht nicht. Jungs, Bullet Shots. Er ist Bulletproof, man. Oh Mann, und jetzt wird auch noch Simon gezogen. Simon wurde aufgefressen. Simon, das war's, Alter. Du warst eine gute Nachspeise wenigstens für Sirenhead. Ein kleiner Snack für zwischendurch. Bruder, das ist ja absoluter Actionfilm hoch 10.000. Das hat irgendwer zu Hause erstellt. What? Granaten kommen reingeflogen. Boom, boom, boom. Sirenhead steht immer noch. Das sind verschiedene. Bro. Wow. 500 IQ. Da waren so verschiedene Benzinkanister. Bam. Alles explodiert. Alles umgeflogen. Ich glaube, sie haben ihn erledigt, oder? Ist es vorbei? Sind wir sicher? Ich glaube, wir sind sicher vor Sirenhead. Okay, wir sind nicht sicher. Bro, okay. Abfahrt. Jungs, jetzt ist es vorbei. Ja, alles klar. Gut, die letzten Boys gehen dann auch noch weg. Alle fliegen mal durch die Luft. Der Paul 14 wollte schon immer mal fliegen lernen. Jetzt hat er es geschafft. Und jetzt liegt er da. Das war's. Bro, er wandert immer noch rum. Aber Leute, wenn wir uns den dritten Teil von Sirenhead anschauen sollen, dann lasst einen Daumen da unten bei 7707 Likes. Schauen wir den dritten Teil an, ansonsten werdet ihr nie erfahren, wie es weitergeht. Lasst Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Dankeschön an jeden, der abonniert. Du bist eine absolute Legende. Küsschen raus, klick hier aufs letzte Video. Bis dann. Arrivederci.